Abend im Zentrum Spezial. Schicksalswahlen in Europa. Im Zentrum Spezial mit Ingrid Turnherr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Zentrum ist heute aus aktuellem Anlass ins Zentrum des Geschehens in den ORF Newsroom übersiedelt. Von hier aus können wir alle aktuellen Entwicklungen an diesem spannenden Wahlabend für Sie im Auge behalten, während wir hier diskutieren und analysieren. Wir reden über Griechenland und natürlich über den Machtwechsel in Frankreich und die Folgen all dessen. Und das sind meine Gäste heute bei mir. Ich begrüße den Staatssekretär im Außenministerium, Wolfgang Waldner. Schönen guten Abend. Ich begrüße den langjährigen EU-Abgeordneten der Grünen, Johannes Voggenhuber. Guten Abend. Ich begrüße herzlich Professor Bernhard Felderer, scheidender IHS-Chef und Chef des Staatsschuldenausschusses, prominenter und profilierter Wirtschaftsforscher. Dort nicht scheidend. Herzlich willkommen. Und ich begrüße die aus Frankreich stammende Journalistin Elisabeth Kerwarek. Guten Abend. Guten Abend. Und frage Sie gleich als Erste, Frau Kerwarek, hat für Sie heute Abend der Richtige gewonnen und wenn ja, warum? In Frankreich nämlich. Ich finde, für die Mehrheit von der französischen Bevölkerung hat wahrscheinlich der Richtige gewonnen, obwohl das Ergebnis ja so vielleicht knapper war, als was die Meinungsumfrage die letzte Zeit gesagt haben. Aber ich glaube, dass die französische Bevölkerung vielleicht von diesem Führungsstil von Nicolas Sarkozy und sein Verhalten und seine Hyperaktivität und als Präsident der Reichen einfach auch in diese Richtung einen Wechsel haben wollten. Der Hollande hat sich als ein Normalpräsident vorgestellt. Und das Zweite ist, es gibt sehr viele Franzosen, die einfach von Sarkozy sehr enttäuscht worden sind. Der hat 2007 sehr viel Versprechen gemacht. Er hat auch gesagt, dass er die Arbeitslosigkeit zum Beispiel reduzieren wird. Wir sind heute bei 10% Arbeitslosigkeit bei der Jugend und bei der Senioren. Es kann bis 30% steigen. Das heißt, es trifft wirklich sehr viele Leute. Seine Führungsstil hat sich nicht immer für Gerechtigkeit, also wurde nicht immer als rechtfertig und gerechtfertig innerhalb der Bevölkerung so empfunden. Und ich glaube, das ist die wirtschaftliche Situation ist natürlich sehr schwierig in Frankreich, wie wir alle wissen. Aber es gibt vielleicht eine Hoffnung mit François Hollande, dass es in eine andere Richtung und mit einem anderen Stil weitergehen kann. Herr Staatssekretär Waldner, hat für Sie der Richtige gewonnen heute Abend? Für die Wählerinnen und Wähler in Frankreich hat der Richtige gewonnen, offensichtlich. Sonst hätten sie ihm nicht diese Mehrheit gegeben. Dazu muss man ihm gratulieren. Aber ich möchte vielleicht zu Beginn auch gleich den Ausdruck oder den Begriff Schicksalswahl etwas relativieren, nämlich Schicksalswahl für Europa, der in der Einladung angekündigt wurde. Ich glaube, es geht hier nicht um Krieg oder Frieden oder um Tod oder Leben, sondern es geht um demokratischen Alltag. Heute haben wir, man hat es gehört in der Anmoderation, viele Wahlen stattgefunden in Frankreich, in Serbien, in Griechenland, in Nordrhein-Westfalen. Das ist demokratischer Alltag, Gott sei Dank, in einem demokratischen Europa. Und diese Wahlen bringen Resultate, die den einen gefallen und den anderen nicht. Diese Wahlen verändern die politische Landschaft im jeweiligen Land, aber die verändern nicht den Gemeinschaftsweg in Europa, der aus vielen anderen Komponenten sich zusammensetzt. Also ich glaube, es war keine Schicksalswahl für Europa, es war eine wichtige Wahl. Eine wichtige Wahl deswegen, weil hier Frankreich vor allem gewählt hat. Und Frankreich und Deutschland, wir haben es gehört im Beitrag aus Paris, ist der Motor, die Achse, aber wir sagen lieber der Motor der europäischen Integration. Die stehen an der Wiege der europäischen Integration und die müssen einfach zusammenarbeiten. Und da ist es eigentlich egal, wenn man es geschichtlich betrachtet, wer an der Regierung ist, welche Ideologie. Es sind meistens Pragmatiker daran. Es hat Giscard d'Estaing genauso harmoniert mit oder zusammengearbeitet mit Helmut Schmidt wie Mitterrand mit Kohl oder Chirac mit Schröder oder jetzt Merkel mit Sarkozy. Das heißt, Merkel wird mit Hollande sehr gut zusammenarbeiten. Dafür gibt es auch schon genug Signale und Hinweise. Ich glaube, sie wird sich mit ihm sogar temperamentmäßig besser vertragen als mit Sarkozy zu Beginn zumindest. Und die beiden sind jedenfalls fast auf den Tag genau gleich alt. Herr Professor Felderer, für Sie eine Schicksalswahl, die heute in Frankreich geschlagen wurde und hat für Sie der Richtige gewonnen? Also die Franzosen haben so entschieden und wir werden das akzeptieren.
Ich glaube nur, es ist keine große Schicksalswahl, weil die Optionen, die die Franzosen haben, sind relativ schmal. Die Finanzmärkte setzen Frankreich so unter Druck. Wir wissen, dass sie den höchsten Zinssatz haben von allen Ländern in der europäischen und in der Eurozone. Sie haben zuletzt einen Unterschied zum deutschen Zinssatz von 1,3% fast gehabt, 1,23 am Freitag. Das sind alles Warnzeichen. Und zu glauben, dass man mit Staatsverschuldung jetzt das Wachstum ankurbeln kann oder dass man den Stabilitätspakt grundsätzlich verändern kann, also kleine Dinge wird die Kanzlerin Merkel sicher zugestehen können, damit er das Gesicht wahren kann. Aber grundsätzliche Änderungen sind nicht denkbar. Werden ja vielleicht auch gar nicht so sehr kommen, wie man es im Wahlkampf hören musste. Denn da gibt es schon ein Beruhigungssignal aus allen Richtungen. Wir kennen das ja schon aus vielen Wahlkämpfen. Was vor der Wahl gilt, gilt nach der Wahl keineswegs. Und ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Mann, auch ein, wie man jetzt in seiner Ansprache gehört hat, auch ein rhetorisch begabter Mann. Also ich glaube, das wird alles viel anders gekocht als gegessen. Gut, dass Sie das ansprechen. Bevor Johannes Wockenhuber gleich zu Wort kommt, hören wir vielleicht einmal ganz kurz hinein in die Rede von François Hollande, die er gehalten hat vor etwa einer Dreiviertelstunde. Ich höre gerade, das ist noch nicht da, aber wir können es uns in Kürze dann anhören. Herr Voggenhuber, Sie sind froh, nehme ich an, dass François Hollande gewonnen hat. Was erwarten Sie jetzt von ihm aktuell? Ich meine, wir wissen alle, was im Wahlkampf angetönt wird, das muss nachher nicht immer so kommen. Ja, es war eine europäische Richtungswahl. Und Europa hat gewonnen. Abgewählt wurde nicht nur Sarkozy, sondern Merkozy. Das Gespann, das für die derzeitig verheerende Austerity-Politik in Europa verantwortlich ist. Auch Griechenland war eine europäische Richtungswahl. Wenn man, wie der Herr Professor glaubt, so weitermachen kann, dann werden die Menschen in Europa sagen, unsere Regierungen sind vielleicht von den Finanzmärkten erpressbar. Die Demokratie ist es nicht. Und natürlich, wir werden diese Faktoren zusammenspielen. Hollande wird ganz massiv durch das griechische Wahlergebnis gestärkt werden, wird dann bald auch durch die Spanier gestärkt werden. Und es ist ganz klar, dass diese von den besten Ökonomen der Welt als aberwitzig beschriebenen Austerity-Politik ohne Wachstumsimpulse, ohne Investitionen, ohne Arbeitsmarktpolitik, ohne Europäisierung, ohne Schub der politischen Union, dass das zum Scheitern verurteilt ist, dass Europa in eine Rezession geht. Die Menschen werden sich das nicht gefallen lassen. Und das Diktat der Finanzmärkte wird nicht unsere Zukunft bestimmen, sondern die Menschen in diesem Kontinent. Das war so eine erste Runde der Einschätzung. Jetzt höre ich, können wir mal kurz hineinhören in die erste Rede des künftigen Präsidenten von Frankreich, François Hollande, gehalten vor kurzem in seiner Heimatstadt Tull. Bitte. Les Français! Heute, an diesem 6. Mai, haben die Französinnen und Franzosen für die Wende gestimmt, indem sie mich zum Staatspräsidenten gewählt haben. Aber heute, wo ich ab sofort für die Zukunft Frankreichs verantwortlich bin, weiß ich auch, dass Europa auf uns blickt. Und ich weiß, dass in dem Moment, als die Ergebnisse verkündet wurde, in vielen europäischen Ländern Erleichterung vorherrschend war und Hoffnung. Nämlich durch die Vorstellung, dass schließlich ein reines Sparprogramm nicht unausweichlich ist. Und das ist ab sofort meine Aufgabe, nämlich der europäischen Integration einen Wohlstands-, Wachstums- und Beschäftigungsperspektive zu verleihen. Und das werde ich auch so rasch wie möglich unseren europäischen Partnern mitteilen, insbesondere vor allem Deutschland im Namen der Freundschaft, die uns verbindet, und im Namen unserer gemeinsamen Verantwortung. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Pflicht, nämlich zu dienen, dem Staat zu dienen, Frankreich zu dienen und über uns hinaus auch mich in den Dienst der Werte zu stellen, die ich im Wahlkampf vertreten habe und die hier in Frankreich und in ganz Europa und in der ganzen Welt gehört werden. Es lebe die Republik, es lebe Frankreich.
Das sagt François Hollande vor kurzem in Tulle. Am späteren Abend soll er dann auch noch in der Hauptstadt Paris eine Rede halten und wird dort schon von seinen Fans erwartet. Zugeschaltet aus Berlin ist uns jetzt auch die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer. Guten Abend, Frau Schwarzer. Guten Abend. Und in Paris ist uns zugeschaltet der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, der österreichische EU-Abgeordnete Hannes Swoboda. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Swoboda, während wir kurz in die Rede hineingehört haben von François Hollande, hat mir Johannes Voggenhuber zugeraunt. Ja, das, was er jetzt sagt, das sagt er schon nach der Wahl. Das sind keine Wahlkampftöne. Erwarten Sie denn jetzt von François Hollande, dass er alles das, was er im Wahlkampf, was also den Fiskalpakt in Europa, die Sparpolitik in Europa kritisch angemerkt hat, auch weiterträgt, auch wenn es mit Deutschland dann ganz, ganz schwierig wird? Er wird sicherlich seine Forderungen versuchen umzusetzen. Natürlich muss er mit Merkel und mit anderen reden. Es wird Kompromisse geben. Aber ganz klar ist, dass all das nicht eintreten wird, was ja viele versprochen haben oder viele zugesagt haben, dass jetzt hier Hollande ein Chaos bringen wird, dass er die Finanzmärkte durcheinander bringen wird und dass er kein wirklicher Europäer ist. Hollande ist ein Europäer, das hat man heute auch gesehen bei den vielen, vielen jungen Menschen, die in der Rue Solferino vor dem Hauptquartier der Sozialisten gestanden sind. Da waren viele europäische Flaggen und er hat auch jetzt wieder versprochen, die europäische Integration voranzutreiben. Und vor allem im Wachstum versprochen. Denn er kann ja auch nur das Budget stabilisieren und ausgleichen, wenn es Wachstum und mehr Beschäftigung gibt. Wir haben ja gesehen, dass diese Austeritätspolitik in Griechenland, in Spanien, das führt in das Chaos. Nicht eine Politik der vernünftigen Stabilisierung der Budgets mit Wachstum und Beschäftigung, sondern eine allzu strenge, radikale Austeritätspolitik, das führt ins Chaos. Das haben wir ja auch bei den Wahlen in Griechenland gesehen, wo gerade noch eine knappe proeuropäische Mehrheit entstanden ist. Regierungen, Konservative in Rumänien sind gefallen, in den Niederlanden sind gefallen. Und insofern bringt François Hollande Hoffnung nach Europa, eben nicht nur nach Frankreich, sondern nach Europa, dass jetzt begonnen wird, anders zu handeln. Und ich hoffe auch, dass Merkel und auch die vielen Ökonomen, die so stur und starr an alten Rezepten festhalten, dass die bereit sind, auch einen neuen Weg zu gehen. Nämlich die Budgets müssen ausbalanciert werden, sie müssen ausgeglichen werden. Da besteht überhaupt keine Diskussion darüber, aber es muss mit realistischen Mitteln geschehen. Es muss durch Investitionen geschehen. Wir müssen Geld frei machen. Dazu brauchen wir zum Beispiel auch die Finanztransaktionssteuer, die ja von Frankreich stark vertreten wird. Das müssen wir endlich umsetzen. Und da bin ich absolut sicher, François Hollande wird das tun. Er wird natürlich jetzt warten auf die Mehrheit im Parlament. Es sind ja im Juni die Parlamentswahlen. Und wenn er da auch eine klare Mehrheit und Unterstützung bekommt, was die meisten noch annehmen, dann wird sich das Bild Europas ändern. Zumindest dann, wenn Deutschland, und das gehe ich doch davon aus, mithilft. Denn Frau Merkel, letztendlich ist sie pragmatisch genug, um nicht eine neue große Krise in Europa herstellen zu lassen. Das war ja von Anfang an klar, trotz all der Wahlkampfhilfe für Sarkozy. Sie hat ja schon in den letzten Wochen gespürt, sie muss sich auf einen anderen Partner einstellen. Dann gibt es noch Monti in Italien, der auch mithelfen wird, der mehr in der Mitte zwischen Hollande und Merkel steht. Aber dieses Europa wird sich ändern, weil es sich ändern muss. Sonst kommen wir in die Katastrophe. Und da geben Sie mir auch gleich das Stichwort, zu Frau Schwarzer nach Berlin zu schalten. Frau Schwarzer, François Hollande hat angeblich schon um 20 Uhr, ziemlich knapp nachdem die ersten Hochrechnungen alles klar gemacht haben, für ihn Frau Merkel angerufen. Was die beiden besprochen haben, wissen wir natürlich nicht, aber was Sie angeht, machen Sie sich Sorgen um die Stärke des deutsch-französischen Führungsduos in Europa? Ich mache mir keine Sorgen um die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris. Ganz einfach deshalb, weil Europa im Moment in einer sehr besonderen Situation ist. Der Druck der Verschuldungskrise, der auf der Eurozone lastet, macht es unbedingt nötig, dass sich Berlin und Paris gut verstehen. Und es steht ein großer Termin vor der Tür. Im Juni findet ein wichtiger Europäischer Rat, also ein Treffen der Staats- und Regierungschefs statt. Und da müssen beide Seiten gut zusammenarbeiten und eine gute Gipfelerklärung vorbereiten. Und ich denke, es zeichnet sich ziemlich genau ab, dass es dabei auch um Wachstum geht. Wird. Was denken Sie denn, wird Frau Merkel Herrn Hollande gleich einmal Zugeständnisse machen? In welchen Punkten?
Ich denke, das Wichtige ist, dass erstmal klar gemacht wird, was nicht angetastet wird. Und das ist sicherlich der Fiskalpakt, das ist das neue Regelwerk, das die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten noch stärker disziplinieren soll. Und François Hollande hat zwar immer wieder davon gesprochen, dass er diesen Pakt neu verhandeln will, aber wenn man sich genau anguckt, was er gesagt hat, dann ist eigentlich klar, dass er nicht über die Substanz des jetzigen Fiskalpakts gesprochen hat, sondern dass er viele weitere Ideen formuliert hat, die dazukommen müssen. Und ich denke, da hat sich in der Eurozone insgesamt und auch in Berlin in den letzten Monaten die Einschätzung geändert, dass er recht hat, dass mehr für Wachstum getan werden muss. Nur gibt es im Moment natürlich noch unterschiedliche Interpretationen, wie das geschehen soll. Hier in Berlin ist der Reflex sicherlich eher zu schauen, was über die weitere Integration des Binnenmarktes beispielsweise passieren kann, aber schon auch, wie Investitionen gefördert werden können. Und da hat François Hollande einige sehr starke Vorschläge gemacht. Er hat beispielsweise vorgeschlagen, dass es sogenannte Projektbonds geben soll, also europäische Anleihen, die zur Finanzierung bestimmter Projekte beispielsweise im Bereich der Infrastruktur oder der Informationstechnologie gehen sollen. Und er möchte auch das Volumen der Europäischen Investitionsbank aufstocken. Und da wird sich Berlin sicherlich auf ihn wiederum zubewegen müssen. Das besprechen wir jetzt gleich hier, Professor Felderer. Da sind einige Worte gefallen, die, wie ich weiß, Ihnen gar nicht gefallen. Zum Beispiel Finanztransaktionssteuer, Steuer, Eurobonds, wenn auch in der einen oder anderen Form, über die ganz, ganz lang diskutiert worden ist im vergangenen Jahr. Ohne, dass wir uns jetzt allzu sehr in finanztechnische Begriffe verlieren. Erwarten Sie einen Kurswechsel auch von Deutschland? Wird Europa sich künftig ganz anders wirtschaftspolitisch aufstellen also müssen? Also das glaube ich sicher nicht. Schauen Sie, er sagt Wachstum. Wir alle wollen Wachstum. Wir wissen, man kann Staatsschulden mit Wachstum besser zurückführen als mit irgendeinem anderen Mittel. Wenn Sie Wachstum haben, und da gibt es sehr viele Beispiele, lässt sich das Defizit reduzieren. Ohne Wachstum ist es sehr, sehr schwer. Und ohne Wachstum haben wir dann die Situation, die Herr Fockenhuber im Auge hat. Mit Wachstum haben wir konsolidiert in vielen Ländern, auch in Österreich 2002 bis 2008, um 8 Prozentpunkte, ohne dass es große Veränderungen gegeben hat. Wie kriegen wir aber Wachstum? Wollen Sie die Staatsverschuldung erhöhen mit staatlichen Mitteln, Eurobonds oder irgend so etwas finanzieren, Investitionen fördern? Oder wollen Sie in irgendeiner anderen Weise steuerliche Mittel einsetzen? Oder, zweite Möglichkeit, wollen Sie Anreize schaffen bei Unternehmen, dass sie mehr investieren? Diese Anreize müssen gar nichts kosten. Sie müssen nur Steuern verändern, zum Beispiel. Der damalige Finanzminister von Willy Brandt, Karl Schiller, hat einmal gesagt, die Pferde müssen von Zeit zu Tränke geführt werden. Und das heißt, die Unternehmen müssen von Zeit zu Zeit auch einmal was gewinnen können. Und wenn wir Steuern senken und nicht versuchen, auf die Art und Weise, wie es in Griechenland passiert ist, eine Sanierung über hohe Steuern für Unternehmen und Privatzinseinkünfte zu erreichen, dann werden wir kein Wachstum schaffen. Dann werden wir das haben, was wir in Griechenland gesehen haben, nämlich eine Abwanderung des Großteils der griechischen Industriellen, die heute alle im Ausland sind. Und wir wissen, wie viele Konten wir in Österreich zum Beispiel haben. Die auch viel, viel Geld natürlich mitgenommen wenn haben. Wenn jemand investieren würde in Griechenland, dann natürlich die Griechen selbst. Aber dann müssen die sein, die Geld haben, die sind aber alle weg. Wer soll in Griechenland investieren? Und wenn wir diese Erfahrung mehrfach wiederholen wollen, können wir das natürlich tun. Aber ob das dann zu Wachstum führen wird, das würde ich bezweifeln. Herr Bockenhuber. Naja, derzeit wiederholen wir um jeden Preis die Erfahrungen der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts mit ähnlichen Erfolgen. Die Europa steuert in die Rezession. Man braucht keinen Keynes dazu. Es genügt ein Krugman, ein Stiglitz, Ökonomen von Weltrang, die Europa beschwören, diesen Selbstmordkurs aufzugeben. Das hat natürlich nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern das hat, wie wir in Griechenland und Spanien, Portugal sehen, soziale Folgen. Europa kann nicht entstehen aus Elend und sozialer Ignoranz, kann nicht entstehen durch sinkende Kaufkraft. Das ist ein Unsinn. So ist Wachstum noch nie generiert worden. Wir können nicht verschulden, indem wir den Menschen, die im Übrigen für die Verschuldenskrise und nichts können, ja, das haben andere davon profitiert, den Gürtel bis auf das Rückgrat enger schnallen und glauben, die Wirtschaft wächst. Und die Gesellschaften bleiben stabil. Die heutige Griechenland-Wahl war ein Menetekel an der Wand.
Wenn das nicht gelingt, dass gerade noch eine große Koalition zustande kommt, dann haben gewonnen dort Nationalisten und Linksextreme. Wer es jetzt nicht begreift, wer die Schrift an der Wand nicht sehen will, der wird Europa wirklich in ein politisches, aber auch ökonomisches Chaos tauchen. Ich bin sehr froh, dass Hollande ja nicht nur diesen Aspekt angesprochen hat, sondern die politische Union. Was diese Krise im Ansatz verhindert hätte, wäre, wenn man das nachgeholt hätte, was man im Verfassungsprozess versäumt hat, durch die Regierungen, nämlich eine politische Union zu schaffen. Dazu gehören dann allerdings auch Eurobonds. Braucht man nur den Vergleich zu Amerika machen. Warum kann Amerika diese Krise wesentlich leichter als Europa durchstehen? Die bestimmen über die Gelddruckmaschinen und wir müssen Schulden machen. Das ja alles mag sehr kompliziert sein, aber eines ist klar, dass man das, man Europa in die Rezession treibt um jeden Preis und eine pseudoreligiöse Ökonomielehre vertritt, die im Übrigen dafür verantwortlich war, dass diese Krise entstand. Es sind dieselben Ökonomen, die uns nicht vor der Krise gewarnt haben, die heute diesen Kurs weiter vorschlagen. Der Neoliberalismus ist in keiner Weise gebremst, obwohl eigentlich schon die Zeichen an der Wand zu sehen sind. Und das, denke ich, haben die Franzosen den Politikern klargemacht und die Griechen auch. Und ich hoffe, dass das eine Schneise für eine europäische Einigung eröffnet. Naja, wenn man nach Griechenland schaut, dann könnte da ganz anderes drohen. Es ist uns jetzt zugeschaltet unser Korrespondent aus Athen, Ernst Gelex. Und ihn frage ich gleich. Es hat vor etwa einer halben Stunde so ausgesehen, als würden die beiden Altparteien, Großparteien kann man nicht mehr sagen, es knapp schaffen, eine Koalition hinzubringen. Wahrscheinlich etwas, was sehr, sehr viele Griechen eigentlich gar nicht wollen. Wie schaut denn zurzeit die Lage aus und was geschieht eigentlich nach derzeitiger Einschätzung, wenn das nicht klappt und vor allem europafeindliche Parteien ans Ruder kommen? Ja, also die Hochrechnungen werden immer deutlicher. Es scheint doch so zu sein, dass eine Koalition möglich ist zwischen den Bürgerlichen und den Sozialisten. Aber wie Sie es auch schon angesprochen haben, ich weiß nicht, ob das die Griechen wollen. Die Griechen haben heute in Wahrheit klar entschieden. Sie wollen die Sparmaßnahmen nicht haben. Sie sagen, das Land wird zu Tode gespart. Man muss einfach hier Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sie wollen aber in der Eurozone bleiben und letztlich natürlich auch in der Europäischen Union. Das ist nach derzeitiger Lesart die Quadratur des Kreises. Es hat ja immer wieder geheißen, harte Sparmaßnahmen, nur das ist die Möglichkeit, damit Griechenland in der Eurozone bleiben kann und letztlich auch in der Europäischen Union. Der Wahlgewinner des heutigen Abends, die linksextreme Partei Syriza, sagt ganz anders. Sie sagt, dieser Weg führt in die Katastrophe. Wir können nicht gegen den Willen des Volkes regieren und das Volk will diese Sparmaßnahmen nicht haben. Wir wollen aber in der Europäischen Union bleiben und wir wollen auch den Euro als Zahlungsmittel behalten. Also, aber für mich, was ich hier gesehen habe, es kann niemand klar sagen, wie das möglich sein soll. Wie ist es möglich, dass man die Sparmaßnahmen eben nicht durchführt, aber trotzdem den Euro behält? Also da hat noch kein einziger Politiker hier in diesem Land einen klaren Weg aufgezeichnet und vorgegeben. Samaras, der Parteichef der Nea Demokratia, hat auch heute schon gesagt, also wenn er eine Koalition bildet, dann möchte er sozusagen dieses Memorandum, wie das hier genannt wird, also das Sparpaket wird hier als Memorandum bezeichnet, dann möchte er das ändern. Er hat auch nicht gesagt, was er da ändern will, aber er will es ändern. Das heißt, es wird sich hier in Griechenland sicherlich einiges tun und ich weiß nicht, ob das die Europäische Union und der Währungsfonds, ob die das so gerne hören wollen. Ja, da reden wir gleich drüber, Herr Staatssekretär. Das wird, da machen wir vielleicht hier am Tisch im Moment einmal analytisch die Rechnung ohne Griechenland. Denn was dort passiert, kann offenbar im Moment gar niemand sagen. Das ist sehr schwer zu sagen. Und Herr Gelix hat es ja schon gesagt, das wäre die Quadratur des Kreises. Die Situation in Griechenland ist wirklich nicht sehr beneidenswert. Also die Bevölkerung stöhnt unter den Belastungen, das ist ganz klar. Arbeitslosigkeit 25%, bei der Jugend 50%, im Vergleich bei uns sind es 4% und 8%. Aber wir sind natürlich in dem Fall die Musterknaben in der EU. Aber eine Tatsache ist, dass die EU Griechenland schon sehr viel geholfen hat. Es wurden ja 130 Milliarden Euro nachgelassen an Schulden. Und Tatsache ist, dass nicht Griechenland, Tatsache ist, dass sie
diesen Aufschwung und die Konsolidierung nur gemeinsam mit der EU schaffen werden. Weil außerhalb der EU wird es nicht gehen. Weil wenn Sie den Euro verlassen und in die Drachme gehen, was ja nicht geht, ohne dass Sie aus der EU austreten, dann bleiben ja die Schulden weiterhin. Und die werden das nie und nimmer alleine schaffen. Das wissen die auch. Das heißt, verantwortungsvolle Politiker und einige wird es ja dort geben müssen, weil die Regierung muss ja formiert werden. Werden der Bevölkerung diese notwendigen und schmerzhaften Maßnahmen irgendwie kommunizieren müssen. Das ist die Aufgabe der Politik. Ich habe auch keine Antwort darauf, aber das ist eben Aufgabe der Politik. Und letztendlich haben die Politiker ja auch diese Situation nicht zuletzt mit verursacht. Das heißt, die Bevölkerung muss sich auch an die Politiker wenden können und sagen, zeigt uns einen Weg heraus wieder. Ja, ich finde es ganz interessant, vielleicht an dieser Stelle von Frau Schwarzer in Berlin noch einmal zu hören, die sich auch befasst hat mit der Zukunft dessen, was in Griechenland auf uns zukommen könnte. Frau Schwarzer, wir wissen alle, demnächst muss das griechische Parlament über die nächste Tranche von Hilfsgeldern abstimmen. Das heißt, über den Sparkurs, der in Griechenland selbst dafür notwendig ist, dass noch mehr Geld aus der EU fließt. Ja, eine vertrackte Situation. Wie schätzen Sie das heute ein? Nun, das interessante Datum ist im Juni, wenn die sogenannte Troika, das heißt die Kreditgeber, Europäische Kommission, Europäische Zentralbank und auch der Internationale Währungsfonds wieder nach Athen kommen und sich den Fortschritt anschauen. Und so ein Troika-Besuch ist immer ein Stück weit Bilanz, was ist geschehen und auch der Blick in die Zukunft, was muss man machen. Und was besonders betrachtet wird, ist natürlich der politische Wille und also diese Entscheidung zu fällen und die Fähigkeit des Staates, die gefallenen Entscheidungen umzusetzen. Also kann der Staat die Steuern eintreiben und so weiter. Und da ist eben die Bilanz Griechenlands bislang schon nicht besonders gut. Und wenn jetzt noch eine Regierung an die Macht kommt, die nicht in der Lage ist, die Versprechen umzusetzen, die die Vorgängerregierung gemacht hat und mit unterzeichnet hat, dann kann es eben passieren, dass die Troika Geld zurückhält, Kredite zurückhält, um so den Druck aufrechtzuerhalten. Und im schlimmsten Fall, und dafür gibt es Beispiele in der Geschichte des Internationalen Währungsfonds, wird auch einmal eine Tranche nicht ausbezahlt. Und das würde bedeuten, dass Griechenland temporär zahlungsunfähig wäre. Was ich sagen möchte, ist, der Druck auf die neue Regierung wird extrem hoch sein, doch irgendwie zu versuchen, diese politischen Hürden, über die eben gesprochen wurde, zu überwinden. Denn das Land braucht Geld aus den Hilfspaketen. Wenn das nicht eintritt, ist der Staat früher oder später zahlungsunfähig. Ja, und das ist etwas, was wir schon ganz oft gehört haben, Herr Professor Felderer. Wenn nicht wieder Geld fließt, ist der Staat zahlungsunfähig und dann haben wir sozusagen beginnt die ganze Euro-Krise damit von Neuem, von der wir jetzt gedacht haben, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Ruhe. In Griechenland, meinen Sie? In Griechenland jetzt. Mhm. Ja, Griechenland hat jetzt nach dem Haircut wieder eine Staatsschuldenquote von 160%, dass das Land das heben kann, ist wenig wahrscheinlich. Das heißt, wir werden früher oder später eine nächste Krise haben. Darf ich noch etwas zu der vorigen Bemerkung Bitte. Sagen? Bei der Sanierung von Budgets gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, was wir jetzt in Griechenland und in Portugal so deutlich gesehen haben, die öffentlichen Gelder werden reduziert. In Portugal rund 40%, in Griechenland mehr. Die privaten Gehälter ziehen nach. Das heißt, sie haben eine enorme Verminderung der staatlichen Ausgaben oder überhaupt der Ausgaben. Damit tritt ein erster Effekt ein, nämlich Verminderung des Wachstums. Sie haben aber in der Regel auch sogenannte Non-Keynesian-Effekte, das heißt kompensierende Effekte, die bei geringen Sparmaßnahmen durchaus wirksam sind. Das heißt zum Beispiel, wenn das Budget saniert wird, werden die Konsumenten wieder zuversichtlicher, konsumieren mehr, die Investoren investieren mehr. Das kann das kompensieren. In manchen Fällen hat man festgestellt, dass das sogar überkompensiert. Aber nicht dann, wenn die Sparmaßnahmen so scharf sind, wie sie in Griechenland und in Portugal passiert sind. Daher sind wir immer dafür, für eine langsame Sanierung, nicht für so eine so schnelle. Und dort treffen natürlich die Vorwürfe, wie sie Stiglitz und andere geäußert haben, natürlich zu. Nur, welche Alternative dazu haben diese beiden Länder? Ja, die Frage ist, Ernst Gelex in Athen, wie werden denn die Menschen in Athen ihrer Einschätzung nach reagieren, wenn sich die ungeliebten beiden Altparteien, Neodemokratia und PASOK, wieder auf eine Regierung einigen, die beiden Parteien, also die in den Augen der allermeisten Griechen das Land in diese Situation geführt haben?
Ja, ich glaube, dann werden diese Demonstrationen mit diesen gewaltsamen Ausschreitungen natürlich weitergehen. Wie gesagt, es ist nicht der Wählerwunsch. Das Problem hier in diesem Land ist, dass der Staat komplett umgebaut werden muss. Es gibt immer noch viel zu viele Staatsdiener. 150.000 sollten eigentlich gekündigt werden. Nur das lässt sich eben von heute auf morgen nicht machen. Auch die Steuerhinterziehung ist nach wie vor enorm. Mir hat ein Ökonom gesagt, dass dem griechischen Staat jährlich durch die Steuerhinterziehung zwischen 3 und 4 Milliarden Euro entgehen. Also wenn alle Griechen hier normal Steuern zahlen würden, wie das auch in Deutschland oder Österreich der Fall ist, dann wäre Griechenland in 10 Jahren saniert. Also man hat im Prinzip, könnte man sagen, gut, man macht den Umbau des Staates schön langsam und alle Jahre ein paar Staatsdiener weg und einfach nicht nachbesetzen, nur das dauert zu lange. Man muss sozusagen, und das ist zumindest die Meinung der Sozialisten hier und auch die Meinung der Bürgerlichen, man muss das doch radikaler machen. Nur, wie gesagt, da spielt die Bevölkerung nicht mit. Und da ist jetzt die Schwierigkeit, welchen Weg geht man da? Gibt es da einen goldenen Mittelweg? Also mir fällt da keiner ein. Vielleicht weiß das der Professor Felderer. Ja, da kann er im Moment nur mal lachen, fühlt sich geschmeichelt, ja, das sind das Zutrauen ihres Gelex. Aber ich glaube, über Griechenland kann man heute fast nur spekulieren. Auch wenn Sie Spekulanten tun, glaube ich, gar nicht so gern hören. Aber im Moment bleibt uns, glaube ich, nicht Nein, viel. Nein, ich bin ein bisschen überrascht, dass man so sogar so rätselhaft tut. Ich meine, es wird ja nachgedacht über die Dinge. Und es ist so, dass das eine gefällt den Griechen nicht, das andere gefällt vielen in Europa nicht. Nämlich europäische Solidarität, eine europäische Transferunion, europäischer Finanzausgleich, Eurobonds, eine starke politische Union. Das würde im Übrigen ganz andere Signale als nur psychologische Augenblicksmomente an die Finanzmärkte schicken, sondern eine wirklich nachhaltige, weitsichtige europäische Vision würde das ganz anders beruhigen. Und dann können wir anfangen, wirklich europäische Solidarität zu üben. Eines ist klar, unbestritten, Griechenland, weil das Wort Staatsumbildung gefallen ist, steht vor dieser Aufgabe. Auch andere. Es muss drastisch und dramatisch gespart werden, ohne jeden Zweifel. Aber das, was hier geschieht, ist einfach das Totsparen und das Zerstören von Demokratie und von Staaten. Und da ist Europa die Antwort, dass sich heute niemand traut, weil wir das politische Personal im Augenblick nicht haben in Europa, das einem De Gaulle oder einem Churchill entspricht, ist vielleicht die Tragödie dieser Sache. Ansonsten gibt es einen Weg. Es gibt einen Weg. Die politische Einigung Europas und die europäische Solidarität, diese Probleme gemeinsam zu schultern. Einen Satz erlauben Sie mir nur. Deutschland, ja? Deutschland saniert sich über diese Katastrophen heute mit 1% Zinsen, historisch niedrigste Zinsen zu Lasten dieser Länder, mit einem Hochexportüberschuss zu Lasten dieser Länder. Vielleicht könnte Deutschland ein bisschen mehr zur europäischen Solidarität beitragen. Also das verdankt Widerspruch, vielleicht der Staatssekretär zuerst. Ja, ich kann dem natürlich auch nicht ganz uneingeschränkt zustimmen. Ich glaube, die Europäische Union, ich kann Ihnen zustimmen auf dem Weg, dass Solidarität notwendig ist und dass die Union weiterentwickelt werden muss, das ist ganz klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Union sich seit 60 Jahren entwickelt und sich sehr stark schon entwickelt hat. Und Solidarität wird geübt. Nicht umsonst gibt es Nettozahler und Nettoempfänger in Europa. Man kann nicht sagen, dass Solidarität gegenüber Griechenland bis jetzt nicht geübt wurde oder gegenüber Portugal oder anderen, die bis jetzt von Hilfspaketen profitiert haben. Darf ich diesen Einwurf machen? Die Europäische Union ist der größte Geber von Entwicklungszusammenarbeitsgeldern weltweit. Hunderte Milliarden Euro, das ist auch gelebte Solidarität, gehen in die Welt hinaus an europäischen Geldern. Also man kann nicht sagen, hier gibt es keine Solidarität. Ich gebe Ihnen recht, dass man vielleicht noch mehr Solidarität anstreben könnte, aber auch das ist eine Kunst, wo man natürlich alle Interessen unter einen Hut bringen muss. Aber ich widerspreche der Aussage, dass hier keine Solidarität geübt wurde bis jetzt. Wir haben ein bisschen viel Leitungsverkehr an diesem sehr spannenden politischen Abend in Europa und haben deswegen auch ein wenig Zeitdruck, unsere Leitungen nach Paris und nach Berlin noch einmal anzusprechen, bevor sie zu Ende gehen. Frau Schwarzer in Berlin,
Wenn man jetzt sagt, Deutschland profitiert, wie der Herr Voggenhuber sagt, Deutschland profitiert von den Krisen, in Wahrheit profitiert von den Exporten in Länder, die sich's eigentlich nicht leisten können. Mit welcher Sorge blickt denn Deutschland heute Abend und mit welcher Sorge muss Angela Merkel eigentlich nach Griechenland blicken an diesem Abend? Na, die größte Sorge ist sicherlich, wie bald dort eine arbeitsfähige Regierung die Geschäfte übernimmt und welche Politik sie einschlägt, wie stark sie von den Extremen rechts und links unter Druck gesetzt wird, von dem eigentlich eingeschlagenen Reformkurs sich wieder abzuwenden. Und insgesamt ist natürlich auch die soziale Stabilität in Griechenland ein riesengroßes Problem, denn die Reformen, die dort notwendig sind, die gehen sehr tief, die erfordern nicht nur ein Aufbrechen von alten Strukturen, sondern so etwas wie ein Kulturwandel, möchte ich fast sagen, sowohl in der Wirtschaft, aber natürlich auch im Staatsapparat. Und das kann nur gelingen, wenn die Kraft aus Griechenland selber kommt. Da kann die Troika einiges empfehlen und kann verhandeln und kann Bedingungen setzen. Da kann auch die Taskforce, also diese Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission, die seit Monaten im Land ist, mit Rat und Tat beiseite stehen. Aber die Kraft muss schließlich aus Griechenland selber kommen. Und was die europäischen Partner tun können, ich denke, das wurde gesagt, es wäre falsch zu denken, dass Griechenland alleine durch die Hilfspakete, die jetzt beschlossen wurden, aus dieser Krise heraus kann. Wir haben vorhin über die Wachstumsstrategie gesprochen, über eine neue Initiative und die muss sich natürlich auch an Griechenland wenden. Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, in den Ländern, denen es im Moment wirtschaftlich sehr gut geht, dass wir hier mit Griechenland ein Land haben, das wahrscheinlich auch 15 bis 20 Jahre tatsächlich Hilfe braucht. Aber dabei darf nie vergessen werden, was die Alternative wäre. Diejenigen, die leichtfertig sagen, naja, man könnte das Land auch aus der Eurozone verabschieden, unterschätzen meiner Ansicht nach völlig, was für negative Effekte so eine Entscheidung hätte. Über die Anleihenmärkte wären hier sicherlich Ansteckungseffekte auf andere europäische Länder zu erwarten, über Bankruns, also dass Leute nervös werden, ihr Kapital aus anderen Banken in Südeuropa ziehen. Ich denke, diese negativen Effekte könnte man nicht einschränken und nicht kontrollieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass man keinen Zweifel daran lässt, dass Griechenland in die Eurozone gehört und dass es wirtschaftlich möglich ist, diesem Land auf die Sprünge zu helfen, eben in dem nötigen Zeithorizont, ist, glaube ich, relativ klar. Vielen Dank, Frau Schwarzer, nach Berlin. Und wir gehen gleich weiter zu Hannes Swoboda, noch einmal nach Paris. Da kommen offenbar auf das politische Personal, wie der Herr Voggenhuber gesagt hat, in Europa möglicherweise noch einmal ganz, ganz große Herausforderungen zu. Was erwarten Sie? Was glauben Sie, wird in den nächsten Tagen in Griechenland geschehen? Und was ist zu tun? Ja, erst einmal sollte man die Realitäten beobachten. Und man sieht in Griechenland, dass all diese Maßnahmen nur immer zu größeren Defiziten geführt haben. Und da frage ich mich, warum Ökonomen wie Herr Felder und andere nicht sehen, dass das in die Katastrophe führt. Und daher muss man denen Ökonomen glauben, die ein bisschen mehr sich überlegen. Man schickt die Troika hinunter von Weltbank, von IMF, von EU etc. Und was machen die? Die sagen, Löhne kürzen, Gehälter kürzen, Pensionen kürzen. Ja, das kann ja ein Volksschüler schon sagen, dass man das machen kann. Und ein Volksschüler kann auch schon sagen, dass das dann so führt, dass überhaupt keine Kaufkraft mehr vorhanden ist. Einzelne Länder allein können hier nichts tun. Das kann nur Europa tun. Herr Voggenhuber hat das ja klar gesagt. Wir müssen dazu schauen, dass die Kredite günstiger werden, dass wir gemeinsam auf die Kapitalmärkte gehen. Wir müssen steuerliche Maßnahmen setzen. Die Finanztransaktionssteuer, wenn ich von dort, von den Finanzmärkten etwas Geld wegnehme, dann hat das keinen negativen Einfluss auf das Wachstum. Im Gegenteil, dann hat das einen positiven Einfluss, vor allem wenn es ein bisschen die Spekulationen reduziert. Jetzt gehen wir langsam individuell ein Land nach dem anderen in die Schweiz und sagen, es geht nicht, dass die Steuerflucht stattfindet. Warum hat man nicht von vornherein, gleich wie Griechenland, wie die Krise war, gesagt, und jetzt muss ein Abkommen mit der Schweiz geschlossen werden, von ganz Europa, damit auch Geld wieder hineinkommt. Wir sind da viel zu zaghaft, viel zu zögerlich. Wir wissen ja, was schiefläuft und wir wissen auch, wie es kommen kann. Und das muss die Politik jetzt tun. Und da ist meine Hoffnung an François Hollande, dass er das sieht und dass er das macht. Denn auch da ist der Vergleich richtig, der schon gezogen worden ist. Es ist wie in der Zwischenkriegszeit. Es ist ja nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen, sozialen Ungerechtigkeit. Es ist eine Frage der politischen Konsequenzen. Wollen wir noch mehr extreme Parteien, links, aber vor allem auch rechts haben, noch mehr Populisten haben, die das Feld bestellen? Wenn man das will, ja, dann soll man diese Politik weitermachen. Wenn man das nicht will, wenn man ein Europa haben möchte, das den Menschen auch wirklich hilft. Und Solidarität ist ja auch für uns selbst.
Kurzfristig verdienen wir jetzt sogar an den Hilfen an Griechenland, aber langfristig haben wir auch nichts davon. Und wenn wir nicht wachsen, werden die Griechen nicht wachsen können, weil sie da nicht exportieren können. Also man muss ja ein bisschen die Zusammenhänge sehen und nicht nur die Vorurteile pflegen, die wir alle haben gegen die im Süden, die arbeiten ja nichts, die sind nicht fleißig. Es gibt Probleme, man muss sparen, insbesondere im öffentlichen Sektor, gar keine Frage. Aber wenn ich nur Löhne kürze, wenn ich den Gewerkschaften die Möglichkeit nehme, an diesem Prozess der Renovierung und der Reform beteiligt zu sein, dann wird es nicht gelingen. Und das kann jetzt mit François Hollande anders werden. Und ich hoffe, ich bin überzeugt, es wird auch anders werden. Schauen wir mal, wir reden gleich noch einmal über Frankreich, aber zunächst noch einmal nach Athen zu Ernst Gelex. Ja, es ist so, dass natürlich Griechenland viel selber machen muss. Also Europa kann nicht alles tun. Zum Beispiel, weil der Abgeordnete Svoboda angesprochen hat, damit Griechenland wieder exportieren kann. Griechenland exportiert nichts. Die haben fast nichts zu exportieren. Ein paar Oliven, ein bisschen Schafskäse und Joghurt und das war's dann auch schon. Das heißt, es müsste hier mal eine Industrie angekurbelt werden. Das müssen die Griechen selber machen. Selber müssen die Griechen auch das Problem der Steuerhinterziehung lösen. Da kann Europa auch nicht helfen. Die Griechen müssen auch ihren Staat umbauen. Auch das ist wichtig. Das müssen sie auch selber machen. Und vor allem, sie müssen wettbewerbsfähig werden. Es gibt immer noch 250 Hürden für Unternehmer hier, um eine Firma zu gründen. Auch das müssen die Griechen selber machen. Es kann nicht alles Europa machen. Griechenland muss einmal seine Hausaufgaben lösen. Gut, dann bedanke ich mich bei Hannes Svoboda, bei Ernst Gelex an unsere Außenstellen und wir sprechen hier in der Runde weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Diagnosen für Griechenland. Ich glaube, da werden noch sehr, sehr spannende Tage auf uns zukommen, bis wir wissen, was dort Sache ist. Wir wissen, was Sache ist in Frankreich. Da gibt es einen neuen Präsidenten. Und da würde ich Sie, Frau Kerverek, bitten, uns ein bisschen noch bei der Einschätzung von François Hollande zu helfen. François Hollande hatte bis jetzt kein Regierungsamt inne. Er ist jetzt Präsident eines sehr, sehr mächtigen Landes, wird sich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen schon auf der ganz, ganz großen politischen Weltbühne behaupten müssen. Trauen Sie ihm das zu? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist auch so, man, durch die Funktion kann man auch verschiedene Kontakte und so weiter knüpfen. Der Sarkozy als Innenminister hat auch, bevor er also Präsident wurde, nicht also, also international Kontakte gehabt. Also ich glaube schon, dass er die Erfahrung hat. Ich glaube auch, dass er um sich herum Leute, Experten hat, die also ihm auch in diese Aufgabe helfen können. Und es wird wahrscheinlich der nächste Termin, wie gesagt, Berlin sein, wahrscheinlich schon Ende Mai eine inoffizielle EU-Gipfel. Das heißt, es wird also sehr, sehr schnell gehen und ich glaube, dass er die Kompetenz und die Persönlichkeit hat, sich in diese Rolle hineinzuwachsen. Aber hat er nicht eine große Schwierigkeit vor sich, denn er muss ja, wir haben es schon mal angesprochen, noch einmal Wahlkampf führen. Am 10. Juni wird die Assemblée Nationale, also die Nationalversammlung, das Parlament, gewählt. Und wenn er dort keine Mehrheit hat, dann hat er es schwer zu regieren. Ja. Glauben Sie, hat er die im Sack? Also, wenn man die letzte Wahl sich anschaut, ja, ist es so, dass der Präsident also die letzten Jahre immer Mehrheit in der Nationalversammlung bekommen hat. Dieses Mal könnte es ein bisschen anders sein, weil man soll auch nicht vergessen, dass die Marine Le Pen 18% von Stimmen bekommen hat, dass sie diese Nationalratwahl also als Ziel gemacht hat, damit sie endlich wieder Abgeordnete von den Front National in die Assemblée kommen. Das heißt, der Hollande wird sicher mit seiner neuen Funktion als Präsident beschäftigt sein und er wird auch eine Regierung ernennen, der wird auch einen Premierminister ernennen, der in diesen Wahlkampf sich stark also investieren wird. Herr Staatssekretär, was erwarten Sie? Glauben Sie, ist er international fit? Ich glaube schon, man lernt da schnell dazu. Ich glaube, er ist ein Pragmatiker, er ist ein erfahrener Politiker, wie gesagt, 30 Jahre in der Politik. Und er muss in Bezug auf die Parlamentswahlen, er muss einige Erfolge liefern. Und wenn er keine Erfolge hat, dann zumindest Signale. Das heißt, er wird international in Europa, er wird den Fiskalpakt nicht anrühren, natürlich nicht. Er wird als Erfolg
verkaufen können, dass das, was jetzt ja schon in Vorbereitung ist, dass eine Wachstumsinitiative oder Maßnahmen gesetzt werden im europäischen Rahmen, Ende Juni beim europäischen Gipfel, wird er zu Hause als Erfolg verkaufen können. Und er wird damit möglicherweise einen Teil seiner Wähler zufriedenstellen können, zumindest sagen können, ich bemühe mich. Und international muss er noch sehr viel natürlich und sehr rasch sich positionieren. Es kommt der G20-Gipfel in Mexiko, es kommt in Chicago der NATO-Gipfel. Überall wartet man darauf, wie er sich positionieren wird, ob es Kontinuität geben wird. Und daher hat er sehr viel Druck zu Hause und auch international. Man darf ja auch nicht vergessen, Frankreich spielt auf der internationalen Bühne ja eine nicht unbedeutende Rolle, vom Nahen Osten angefangen, über verschiedene Konfliktherde dieser Welt. Also er hat da wirklich einige kritische Dinge auch zu lösen. Afghanistan zum Beispiel. Was erwarten Sie von ihm? Er hat gesagt, er will seine Truppen am liebsten so bald wie möglich abziehen. Das wird die Frage beim NATO-Gipfel sein. Die Devise heißt ja gemeinsam rein, gemeinsam raus bei Deutschen und Franzosen bisher. Hollande hat angekündigt, dass er seine Truppen im Jahr 2012, also ein Jahr früher, herausnehmen wird. Die Frage wird sein, also wie er das dann darstellt und verkauft intern. Ich glaube, dass es da auch da einen Kompromiss geben wird, dass man einen Teil herausnimmt und den anderen Teil dort lässt oder die Finanzen. Also es gibt in allen Fragen immer Möglichkeiten, sich diplomatisch auch so zu positionieren, dass man es nach beiden Seiten verkaufen kann. Aber er hat sehr viel Druck, weil er in kurzer Zeit sehr viel zu Wege bringen muss. Eins der ganz großen Probleme, das haben wir heute Abend, meine Damen und Herren, schon öfter mal angesprochen, ist die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich. Sie haben es erwähnt, Frau Kevarek. Da hat François Hollande gesagt, da will er was dagegen tun. Das wollen alle. Aber so einfach ist das ja nicht, Herr Voggenhuber. Glauben Sie, kann er das einfach so? Hat ja niemand behauptet, dass Politik einfach ist. Das stellen sich nur Ökonomen vor, weil sie glauben, dass wir das zu tun haben, was Sie uns vorschreiben. Ich glaube, eine der Lehren Europas tatsächlich ist, dass die Ökonomie keine Naturwissenschaft ist, aus der sie sich jetzt 20 Jahre geriert hat. Und dass Politik ein bisschen komplizierter ist, als nur das Diktat der Finanzmärkte umzusetzen. Es gibt soziale Aufgaben, es gibt Arbeitsplatzfragen, es gibt die Fragen der Struktur des Staates und des sozialen Friedens in einer Gesellschaft. Das wird in diesem vernetzten Europa über Binnenmarkt und EU und Euro nur über ein gemeinsames politisches Europa gehen. Es wird auch nur über Solidarität gehen. Es wird nur gehen, indem die Schwächsten auch unterstützt werden. Das heißt nicht, wie hier irrtümlich gemeint wurde, dass die dann nichts mehr tun müssen, keine Reformen. Es ist völlig klar, auch in der Eurobond-Debatte, vollkommen klar, dass wenn es Eurobonds gibt, dass dann die Ausgabe von Eurobonds an solche Länder nur an strikteste, überprüfte, kontrollierte, genaue Reform- und Modernisierungsprogramme gebunden sind. Gut, aber, mit Eurobonds allein kann man jetzt die Jugendarbeitslosigkeit auch nicht direkt bekämpfen. Nein, ich sage nur eines. Das andere ist eine europäische Beschäftigungspolitik, sind gemeinsame Rahmen, nicht nur für Wettbewerb, sondern auch im Sozialbereich, sind gemeinsame Steuerpolitiken, aufhören mit dem mörderischen Steuerdumping, dass uns ja auch diese Ergebnisse beschert haben. Es ist ja seltsam, wie man dieses Selbstbewusstsein haben kann, nach einer Bilanz von 20 Jahren dieser Ökonomie, die nur vor einem Scherbenhaufen steht. Aber lassen Sie mich einen einzigen Blick auf Österreich werfen. Burgenland ist jetzt Ziel 1 Gebiet gewesen. Burgenland hat genau das, was jetzt in Frage gestellt wurde, einen ungeheuren Modernisierungsschub durch EU-Mittel hinter sich. Da hat niemand den Burgenländern Hausaufgaben erspart. Niemand hat ihnen gesagt, sie brauchen nicht mehr arbeiten. Es gab ganz klare Programme und heute steht Burgenland auf einer völlig anderen Stufe mit Hilfe europäischer Gelder. Herr Professor Felderer, Sie haben es heute nicht leicht. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt eine ganze Serie von Fragen, von Dingen, die ich klären möchte. Also erstens mal Solidarität in Europa. Griechenland hat mehr Mittel jetzt schon bekommen als die Marshallhilfe und zwar mehrfach als die Marshallhilfe damals nach dem Krieg in Europa ausgemacht hat. Mehrfach mehr. Es wird aber sehr viel mehr werden, weil wie immer die Zukunft Griechenlands aussehen wird, es wird noch sehr viel Geld kosten. Wir haben früher gehört 15 bis 20 Jahre. Das ist durchaus ein realistisches Assessment, unserer Meinung nach. Wenn es 15 bis 20 Jahre dauert und wir alle ein paar Jahre, 3 bis 5 Jahre, wieder 100 Milliarden brauchen werden, dann möchte ich sehen, wo die Legitimation, die parlamentarische Legitimation für diese enorme Transfer da ist. Die gibt es nämlich nicht.
Sie? Nein, das sind ja alles Regierungsverträge. Es gibt keine Legitimation, solche Transfers in diese Länder stattzufinden. Oder haben Sie im Parlament darüber abgestimmt? Natürlich nicht. Wieso reden Sie so? Es gibt auch für den Fiskalpakt keine parlamentarische Mehrheit in Europa. Sie haben im Parlament nicht darüber abgestimmt. Das ist ein Vertrag haben zwischen Regierungen. Wir haben im Parlament abgestimmt. Über ESM und Fiskalpakt. Zweitens, die Industrie in Griechenland. Die Industrie in Griechenland war in den 50 Jahren nicht schlecht. Sie ist aber durch völlig falsche Steuerpolitik in den 60er, 70er, 80er Jahren kaputt gemacht worden. Es gibt heute keine Industrie und daher auch keine Exporte, weil Sie früher was von Exporten geredet haben. Die Schwächsten sollen unterstützt werden. Ja, selbstverständlich, wir tun das ja auch. Nur die Frage ist halt, wie lange und soll nicht die Bevölkerung in den Geberländern auch gefragt werden? Darf ich einen Satz dazu sagen? Sie dürfen noch einen Satz sagen. Ich hätte so gern, dass man mal die Realität hier auch sagt. Und ein bisschen die Wahrheit sagt. Griechenland hat gar keine Hilfe bekommen. Wir haben französische, englische und deutsche Banken ausgekauft und vor dem Bankrott gerettet. Griechenland hat keinen einzigen Euro bekommen. Gerade haben wir einen Haircut von über 100 Milliarden gemacht. Wir haben die Spekulationen, die fehlgeleiteten Spekulationen von deutschen, englischen und französischen Banken bezahlt. Ein griechischer Mindestrentnerin, der sie jetzt 20% des Gehalts ihrer Pension kürzen und sie jenseits der Existenzminimum ins Elend drängen, hat keinen einzigen Euro gesehen und wird auch nie einen sehen. Das ist ja alles unbestritten. Sie darf nur die Schulden bezahlen. Das ist unbestritten. Wenn das in Europa unbestritten ist, ist ein Skandal unbestritten. Das machen die Griechen selber. Wir haben nicht gesagt, wo sie kürzen. Vielleicht solidarisieren wir uns mit ihnen. Haben wir diesen Konflikt jetzt mal ausgetragen? Also hier wird es, glaube ich, keine Annäherung geben. Die Gelder fließen unmittelbar an die Großbanken in Europa. Offensichtlich, wir waren eigentlich schon bei Frankreich angelangt und da sollten wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal einen Blick nach Paris werfen. Dort feiern die Anhänger des neuen französischen Präsidenten François Hollande bereits, bevor ihr Idol angekommen ist, auf dem Platz vor der Bastille haben Zehntausende schon den ganzen Abend lang die Wahlberichterstattung auf riesigen Leinwänden verfolgt. Entsprechend groß ist die Begeisterung dort nach der ersten Hochrechnung um 8 Uhr gewesen. Die Menschen harren noch immer aus, denn der Wahlsieger wird noch heute Nacht hier eine weitere Siegesrede halten. Und auf die warten die Fans. Ob wir noch erwarten können, bin ich mir nicht ganz sicher. Kommt darauf an, wie lange François Hollande braucht, um von Tübingen nach Paris zu reisen. Im Moment ist er jedenfalls noch nicht dort. Die Franzosen werden morgen also mit einem neuen Präsidenten aufwachen. Das wird irgendwann werden Sie ihn auch treffen, Herr Staatssekretär. Erkennen Sie ihn? Nein, kenne ich nicht, aber ich nehme an, in Brüssel bei den verschiedensten Gelegenheiten wird sich das wahrscheinlich ergeben. Frau Kerverek, wir haben gehört, erster Schritt wird sein, er wird Angela Merkel treffen. Dann hat er, wie uns auch Professor Felderer gesagt hat, auch Herr Staatssekretär Wagner gesagt hat, einige große internationale Aufgaben zu bestehen, große Gipfel, NATO-Gipfel. Und da muss er sich irgendwann den hausgemachten Problemen widmen. Glauben Sie, wird er ein großer internationaler Präsident werden oder wird er mehr ein Präsident der Franzosen zu Hause bleiben? Es ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich glaube, eins schließt das andere nicht aus. Also es ist natürlich klar, dass er sich auch um die Innenpolitik kümmern muss, ja. Er wird nicht allein sein. Wir werden sehen, ob er eine Mehrheit bekommt im Parlament, ob er was er für eine Regierung bestellen kann. Und nach seiner Rede und was er bis jetzt gesagt hat, glaube ich, er wird natürlich diese internationale Termin einhalten müssen. Und das möchte er gerne. Aber ich glaube, dass er auch so viel wie möglich ab September, sagen wir, so sicher um die Innenpolitik in Frankreich widmen wird. Aber beide muss er sowieso machen. Es kommen große Herausforderungen auf ihn zu und mit diesem im französischen Akzent vorgetragenen Statement möchte ich diese Diskussion für heute Abend beenden. Sie dürfen noch einen Satz sagen, ja? Herr Frongeber hat gesagt, keine Gruppe hat mehr Ansehen, hat sie öfter geirrt, als die Ökonomen der letzten Jahre. Ich glaube,
Die Gruppe, die am meisten Ansehen verloren hat in den letzten 20 Jahren, sind die der Politiker. Aber wir haben uns nie als Naturwissenschaftler geriert. Gott, diese Frage wird zwischen den beiden Herren wahrscheinlich nicht geklärt werden können. Ich bedanke mich trotzdem bei Ihnen allen sehr fürs Diskutieren. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das war ein Im Zentrum Spezial an diesem sehr spannenden Wahltag für Europa. Der anschließende Doc-Film entlässt Sie jetzt aus den Weiten der Politik in die Welt der Liebe mit all ihren Ausformungen und Extremen. Sicher nicht das allerschlechteste Thema, um diesen Sonntagabend ausklingen zu lassen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder ganz wie gewohnt im Zentrum mit einem neuen Thema und neuen Gästen. Bis dahin, haben Sie es gut.